Was viele ja nicht wissen, ich bin 40 geworden heuer. Ja, wirklich 40 Jahre alt, auch wenn man es mir nicht ansieht. Und zu meinem 40. Geburtstag habe ich mir einen lang ersehnten Traum erfüllt. Und zwar wirklich lang. Und zwar 25 Jahre hat es gedauert. Wie ich nämlich 15 Jahre alt war und es darum ging, mir ein Moped zu kaufen, habe ich gesagt zu meinem Vater, ich hätte gern eine Vespa. Und mein Vater hat gesagt, brauchen keine Vespa kaufen, wir haben quasi eine Vespa daheim. Zu Hause hatten wir aber keine Vespa, sondern einen Herkules-Roller. Der schaut so aus. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, zu meinem 40. Geburtstag erfülle ich mir diesen Jugendtraum und kaufe mir eine Vespa. Und zwar eine 50er Spezialbaujahr 1982. Eigentlich wollte ich ein 80er, das ist so alt wie ich, aber ich wollte noch ein paar andere Dinge und alle anderen haben sich erfüllt. Baujahr 80 ist es nicht geworden, sondern Baujahr 82. Aber die zeige ich euch jetzt. Run, rabbit, when it catches you, you better feel it. And when it shows its teeth, you better turn around and kill it. Bridges out of matchsticks that never look back. Shit, wishes in a well, and a monster gon' eat. For the dog to fill me up, and I won't never go to sleep. Please, a motherfucker on the chase, and stare it in the face, and cut away to age like it was born yesterday. Okay, I am a product of pent-up anxiety. Variety of omens keep the demons up inside of me. Pen go help them breathe till I learn to excel. Got them brain cells like jail cells, and that don't sit well. Beating on my chest, I shake them ghosts all loose. So, jetzt heißt es schauen, ob sie überhaupt noch anspringt, die Gute, und ob sie läuft. We will find it out. Later. Übrigens, weil wir gerade beim Thema Träume erfüllen sind, ich habe einen neuen Kooperationspartner und was das mit Träume erfüllen zu tun hat, das zeige ich euch jetzt. Aber drinnen, jetzt räume ich einmal das Baby wieder in die Garage. Kurze Vorgeschichte. Ich liebe Pokern. Das Kartenspiel. Texas Hold'em in dem Fall. 52 Pokerkarten, kennt ihr es wahrscheinlich eh. Ja, da. Und mehrere Spieler und Einsätze und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht die Regeln von Texas Hold'em erklären, aber ich spiele dieses Spiel, seit es den ersten Hype in Österreich gab und das war so 2004, glaube ich. Da hat das angefangen. Da habe ich auch angefangen. Ich habe viel Live-Poker gespielt in diversen österreichischen Card-Casinos, aber auch online immer wieder. Ich glaube, ich beherrsche das Spiel von den Grundlagen her und ich gewinne ab und zu ein bisschen was. Aber jetzt nicht, bin jetzt nicht der große Poker-Crack. Ganz anders ist der Fedor Holz. Das war der Pokerspieler schlechthin, vor allem online, unglaubliche Koryphäe und großartiger Turnierspieler. Der hat über 40 Millionen Dollar an Turnierpreisgeldern eingeheimst in seiner Karriere. Die hat er übrigens schon beendet, aber er ist jetzt auch erst schon 27. Da kann man das ruhig machen. Man soll denn neidisch sein, aber worauf ich wirklich neidisch bin, der war beim Stefan Rapp bei TV Total. Der war auch schon bei Böhmermann und in einem Joko-Podcast. Also der hat es wirklich geschafft. Mal abgesehen davon, dass er unfassbar viel Geld mit Pokerspielen gewonnen hat. Und weil der Fedor ein cleverer Geschäftsmann ist, hat er jetzt mit einem zweiten gemeinsam eine Plattform gegründet und die nennt sich PokerCode.com. Die schaut so aus. Changing how the poker world thinks. Mächtig, was? Worum geht's bei PokerCode? Man kann Poker spielen lernen. Man lernt jetzt nicht, wie die Regeln generell sind, sondern man lernt einfach die Strategie. Poker ist ja ein bisschen wie Schach mit einem Glücksspielelement dazu. Aber man kann sehr viel lernen und durch Strategie und Co. kann man wirklich zum guten Pokerspieler werden. Das haben schon einige bewiesen, die die Plattform nutzen, die von 30-Dollar-Tournaments zu 150.000 Dollar Gewinn bei einem Tournament aufgestiegen sind. Wie funktioniert das Ganze?
Es gibt so Kurse, die man sich anschaut mit Videos zu den verschiedenen Themen und dazwischen gibt es immer wieder so kleine Quizzes und so. Also es ist ein bisschen wie ein Fernstudium eigentlich. Und der Fedor Holz macht auch Live-Coachings immer wieder. Es gibt eine Community, wo man diskutieren kann und. Das heißt, es gibt ein Riesenpaket rund ums Thema Poker spielen und Poker lernen. Apropos Spielen, es gibt natürlich auch eine eigene Pokercode-Plattform zum Spielen, die ist powered by GG Poker. Geht sie einfach auf pokercode.com/play, ist unten eingeblendet bzw. steht sie in der Beschreibung. Dort registriert sie euch und dann folgt sie den Anweisungen, die ich in die Beschreibung unten reingeschrieben habe. Dann bekommt sie exklusiv, und das gibt es nur hier bei mir, $10 Tournament Money und könnt schon mal loslegen, ohne dass ihr was einzahlen müsst, und könnt eure Poker-Skills testen. Es gibt dann auch immer wieder Free-Rolls für Pokercode-Nutzer und so weiter und so fort. Und wenn ihr Pokercode selbst nutzen wollt, da gibt es auch verschiedene Pakete, da schaut ihr einfach an auf pokercode.com, da wird alles nochmal ganz genau erklärt. Und ja, ich mache das jetzt auch. Ich verbessere jetzt mein Pokerspiel. Ich möchte schauen, wie ich es verbessern kann, was ich besser machen kann. Und euch nehme ich mit, und zwar in Form von Livestreams. Ich werde hier und da immer wieder einen Livestream machen auf YouTube, auf diesem Kanal, wo ich meine Pokerturniere live streame. Zum Beispiel möchte ich nämlich die World Series of Poker, die heuer auf GG Poker die Qualifikationen stattfinden. Dafür möchte ich mich zum Beispiel qualifizieren. Für die World Series of Poker, fürs Main Event. Und ich werde auch andere Turniere spielen. An das ein oder andere Free Roll auch. Und wenn es genug von euch gibt, die es interessiert, dann können wir auch einmal ein harderer Free Roll machen, zum Beispiel powered by Pokercode. Da könntet ihr dann mitspielen und ich stelle die Preise. Also nicht ich, sondern die Pokercode-Jungs. Aber die sind super nett. Die machen das. Und ich hoffe auch, dass ich im Zuge dieser ganzen Geschichte, wo ich immer wieder Videos mache und Updates, dass ich auch einmal den Fedor Holz besuchen werde und er mir noch mehr Tipps und Tricks verraten kann, wie ich zum Pokerprofi werde. Ja, aber schauen wir mal. Das ist es jedenfalls. Pokercode.com anschauen, pokercode.com/play registrieren und bei GG Poker spielen. Herr HDRR heiße ich dort übrigens auf der Plattform, das heißt, wenn ihr mich findet und aus dem Turnier haut, dann sagt es mir wenigstens, dass ihr es wart. So, das war's vom heutigen Vlog. Vesper hergezeigt, neue Partnerschaft announced, euch ein bisschen was erklärt. Erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, vielleicht auch bei einem Livestream. Deswegen am besten abonnieren, Kanal, Glocke und am besten auch einen Kommentar und alles und liken. Und ihr wisst ja, das ist total wichtig für uns YouTuber. So, und was ihr euch noch anschauen könnt, das steht jetzt da. Also, falls ihr euch noch ein Video anschauen wollt, dann hier. Ist für euch, speziell für euch empfohlen. Vom Herrn YouTube. Und abonnieren, falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr da. Und falls ihr kein Video mehr schauen wollt, sondern auf pokercode.com schauen wollt und was dort gibt, oder auf pokercode.com/play, dann macht's das.